Freunde, jetzt wird es aber Zeit, den Aperillo vom Grill runterzunehmen. Der platzt auseinander, ey. Ja. Komplett einfach runter. Hei, 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 hei. Das ist mal ein Prängel, hä? Das ist ein Prängel, ja. Ja. Ja, nein, ja, vielleicht. Ja, ja, natürlich. It's so hot. It's so hot again. Oh. Käse, das ist auch schon raus. Oh, das ist so heiß. Verdammte Kacke. Nein, Pizza-Baguette. Tja. Oh, ja. Ich würde mal sagen, ein glücklicher, gelungener Versuch. Dann werden wir jetzt verspeisen. Ich weiß nicht einmal, wie dick man das schneidet. Schlecht aussehen tut's nicht. Ah, läuft schon. Ja. Also, sieht wirklich gut aus. Und jetzt schauen wir mal, ob der das auch gekonnt gemacht hat. Ich probiere auch mal. Hm. Ja, du Grillschanke, tut mir echt leid, aber da fehlt noch was. Ich weiß auch nicht, aber da fehlt echt noch was. Also, das ist ja eine kulinarische Witze. Wenn was fehlt, Moment. Das machst du. Nee, also Ketchup fehlt bestimmt nicht. Aber total lecker. Ich esse alles mit Ketchup. Ich esse echt alles mit Ketchup. Und wir machen. Hm? Aber manche Sachen sind echt ein bisschen verrückt. Grenzwertig. Weißwurst. Ess ich auch. Weil, wenn was fehlt, dann maximal ein gutes Pizzagewürz. Oh ja. Das ist aber mit drin bei dem. Was siehst du da? Zu wenig. Zu wenig. Ja, okay. Das stimmt aber. Ja. Jetzt ist es richtig geil. Mhm. Aber ich frage mich, wer noch die anderen zwei Baguettes essen soll. Du weißt schon, dass wir noch 2,6 Kilo Braten haben. Mhm. Sehr lecker. Dann hauen wir jetzt einfach den nächsten drauf, futtern den auch an und ich glaube, ich habe morgen meine Brotzeit für die Arbeit schon. Ja, ich nehme mir auch ein bisschen was mit. Ja. Kriegen wir schon weg. Da habe ich gar keine Bedenken. Sehr lecker. Hey, Schatz, ist schon wieder viel zu schnell für das mich. Das ist auch zu heiß. Das sollte jetzt rein theoretisch die Hawaii sein. Jawohl. Sehr geil. Und da schneiden wir uns jetzt auch Probierstückchen runter. Weil so viel können wir gar nicht mehr essen. Schatzi, ist warm? Nein. Also, Probierstückchen und dann gibt's Probiererle. Nächste Runde unserer Fressorgie. Das Hawaii-Teil. Sieht man die Ananas? Stimmt. Ja, oder? Hier, ja, da ist Ananas drin. Ja, wenn einer Ananas macht, dann bin ich das. So, meinst du? Ja, klar. So. Ich soll gleich Ketchup drauf tun. Das ist doch mir egal. Ja, ich mag ja Ketchup. Mhm. Und? Alles gut. Ja. Auch das Hawaii-Teil hat er sehr gut gemacht.
Und wenn ihr wissen wollt, wie er die Teile gemacht hat, ich weiß gar nicht, ob wir zum dritten überhaupt noch kommen. Ah ja, wir werden es auf alle Fälle noch rausbacken. Ein Grill ist an. Die Kohlen halten sich sehr gut. Und ja, dann müsst ihr beim Heumann schauen, auf seinen Kanal. Da werde ich unten runter noch verlinken. Aber wir essen jetzt, hauen dann noch die nächste drauf und die seht ihr auf alle Fälle noch im Anschnitt. Die nächste wird super. Ob es da noch ein Probiererli gibt. Hui! Naja. Du Ketchup, Mensch, du. Ich esse alles mit Ketchup. Unglaublich. Unglaublich. Ah, es gibt nichts Besseres wie Ketchup. Das ist ein bisschen Sondermaterial für ihn. Ja, Mann. Also wir sind hier. Du weißt ja schon. Da denkt sich uns bestimmt, was soll der Scheiß, warum nehme ich mit der Kamera hier auf? Ja, das letzte Baguette ist jetzt nur im Ofen und der ist gerade noch auf der Toilette. Oh, es kommt gleich, muss ich aufhören. So, jetzt lassen wir den Heumann mal alleine basteln. Der darf auch anschneiden. Schatzi verweigert die Nahrungsaufnahme. Die sagt, sonst hat sie keinen Hunger mehr für unseren Braten nachher. Und ja, das Ding sieht sehr geil aus. Das ist die mit Pulled Pork gefüllt. Hast du auch leichte Hitzeprobleme? Ja, leicht. Nicht echt heiß. Was? Hol doch mal ein anderes Messer. Nö. Ja. Yeah. Hehehe, hab's geschafft. Oh. Okay. Sieht irgendwie trocken aus. Ja, glaube ich aber nicht. Guck mal an, glaube ich nicht. Schneiden wir mal ein Stückchen ab. Ja? Na ja, dann wollen wir mal probieren. Wo ist dein Teller? Tja Leute, und dann wollen wir mal noch die letzte probieren. Eigentlich kann ich ja schon gar nicht mehr. Aber was tut man nicht alles? Boah, die riecht ja so krass. Das Pulled Pork ist schon mal gut. Die riecht, das ist ganz, ganz krass. Wie kann man nur überall so viel Ketchup dazu fressen? Das weiß ich nicht. Schmeckt halt einfach. Aber auch die ist gut. Leicht süßlich. Pulled Pork sehr gut. Wunderbar. Chips kommen gar nicht so aus. Genau deswegen ist mir das ein bisschen trocken erschienen, weil er hat ja so Chips rein und die Chips haben natürlich die ganze Feuchtigkeit aufgesaugt. Ja Leute, wir essen und danach geht es dann kurz drin weiter mit dem Braten aufschließen. Und dann in der Grillkota, weil die feuert nämlich auch schon an. Leute, bis gleich. Jetzt machen wir hier noch schnell den Kohlenvergleich. Das hier drüben waren ja die gebrauchten, die Mac Briquette. Und ja. Also, ich glaube, die Profagos hätten nicht so lange durchgehalten. Eine richtig schöne Wärme geben es noch ab. Ich finde die Kohlen in Ordnung. Tja, Profagos, da habt ihr in Zukunft Pech gehabt. Ich werde mal in Zukunft nur noch die Cloud-Kohlen kaufen. Anstatt den Profagos halt. Ja. Ja. Das meiste dann mit den Kohlen machen. Tja,
Dann würde ich sagen, geht's mit dem Mega-Pringel hier weiter. Dass wir den aufschließen. Den Spieß habe ich mir soweit auch schon hergerichtet, ausgerichtet. Und tja, immer die Auspackerei. Aber ich habe den immer noch nicht erwischt, der das immer einpackt. Das ist ein Apparillo, Leute, sage ich euch. Dann werden wir den einfach der Länge nach aufschließen. Zack. Einmal durch. So. So. Bisschen auseinanderziehen wieder. Und jetzt muss ich mal erstmal die Flossen ein bisschen abspülen. Und dann komme ich kurzerhand von der anderen Seite. Ziehe das Teil einmal fest. Tja. Und was kommt jetzt? So. Na, ganz einfach. Wir gehen raus in die Grillkota. Auf geht's. Da liegt er. Da feuern schon die Kohlen an. Das Gestell habe ich auch schon angebracht. Und den Drehspießmotor. Und dann würde ich mal sagen, verteilen wir jetzt nachher gleich noch die Kohlen. Beziehungsweise die kommen alle nach rechts rüber. Hier kommt dann noch die Schale hin, falls was runtertropft, und dann können wir den Spieß schon drehen lassen. Ja, so in 5 bis 10 Minuten legen wir los. Grillt. So Leute, im Hintergrund filmt der andere Verrückte und wir werden dann den gefüllten Braten draufwuchten. Ich habe jetzt die Kohlen alle schon drüber. Von der Hitze her soll es sehr gut ausreichen. Uiuiuiui. Schale wucht mal ein, schmeiß mal einfach hier unten rein. Also wenn ihr sehen wollt, wie, was für eine Füllung der gemacht ist, müsst ihr bei ihm gucken. Und der Motor läuft. Ja, nicht. Die Feinjustierung wird eingestellt. So rum will ich ihn haben. Alles klar. Also, eigentlich sollte er sehr gut rund laufen. Schauen wir mal. Aber ich denke, da soll es keine Probleme geben. Da bröseln noch die Gewürze runter. Ja, und so würde ich sagen, lassen wir den immer mal die nächsten 1-2 Stunden laufen und gucken, wie er sich entwickelt. Und wir können ja auch noch in der Höhe variieren. Ja, Leute, so schaut's aus. Und jetzt machen wir Live-Video. Ja, können wir machen. Guckt euch das an, guckt euch das an. Oh, jetzt wird's heiß. Da guckst du, gell? Ja, ich bin gespannt, was das für eine Füllung ist. Hast du mir ja noch nicht verraten, aber ich warte einfach. Da sieht man sogar, wo du zugenäht hast, glaube ich. Ja, ja, ja. Voll geil. Freue mich schon, ja. Ja Leute, wir haben es uns hier jetzt mittlerweile sehr gemütlich gemacht. Kaffee ist da, Getränke sind da, der Braten dreht sich. Tja, und was habe ich hier? Hier habe ich Ahornsirup mit Wasser verdünnt. 2 Teile Ahornsirup, 1 Teil Wasser, so in etwa. Und mit dem Gemisch werde ich jetzt den Braten einpinseln. Warum habe ich das Ganze verdünnt? Ja, einfach da, dass es nicht ja, zu süß wird. Ja. Weil das Ganze dauert ja noch eine ganze Ecke, bis wir hier mal fertig sind. Das ist wirklich low and slow heute.
Tu du auch mal was für dein Geld. Klar, Gewehr, kein Problem. Mach schön ich vorsichtig, nach Möglichkeiten weniger runtertropfen, als ich gerade gemacht habe. Kein Problem. Weil ich mache mir dabei mein Käffchen hier fertig. Kein Problem, ich helfe dir gerne. Ja, wenn ich schon mal Besuch da habe, wo mithelft, wo selber grillt. Jetzt kommen wieder die Kommentare, dass ich alle und jeden einspanne. Tja, und wenn? Das Video wird echt länger als eine halbe Stunde. Das wird ein elendslanges Video. Aber ich glaube, ich mache das auch an einem Stück. Also mein Video, wo ich dazu mache, das wird nicht so lang. Aber ich verlinke das dann auch, dass die Leute dann auf dich zukommen. Dann passt das. Ja, also lassen wir Neumann jetzt noch weiter einpinseln. Ja, klar. Und dann grillen wir den Braten einfach schön weiter. Holzkohle habe ich übrigens auch wieder nachgelegt ein bisschen. Von wem ist denn die Holzkohle? Ja, das ist jetzt die billige Profagus. Ach so, die muss ja weg. Ja. Okay. Alles klar. Also, das natürlich mit der Höhe ist experimental. Ich hänge. Komm schon bei. Ja, ja. Und jetzt hänge ich das ganze Teil einfach mal ein klein bisschen tiefer. Ja, wie fest hast du das angeknallt, du Irrer? Eigentlich nicht arg fest. Ist das dann auch wirklich im Wasser? Sollen wir da nicht nur eine Wasserwaage holen? Ich hau da eine rein. Ist gerade schon rein? Ja, also jetzt schon, ja. Auf der Kamera sieht man das eh nicht, weil du... Nee, warte, ich guck mal auf der Kamera. Ah doch, doch, so, sieht gut aus. So soll's passen wieder. Ja, so sieht's gut aus. Ja, schön. Aber ein paar Kohlen kann ich auch wieder nachhauen. Gib mal mit meinem Gummihandschuh. Mach ich dir. Naja, wir gehen halt wirklich auf Low and Slow heute. Mhm. Haben wir auch Zeit. Richtig. Ich tu noch ein bisschen, einfinden. Dass er nicht austrocknet. Ja, der wird eh etwas trockener werden, weil das ein Schinkenbraten ist. Okay. Aber ich habe Schatzi gesagt, die soll ein Süßchen dazu machen. Ein Süßchen fürs Süßchen? Ein Süßchen, ja. So, einfach wieder Kohlen nachgegangen. Und dann wird das schon. Effektiv ist es hier herin zwar nicht unbedingt, wächst den Haufen Kohlen, was man da braucht, aber... Hier geht's rein um den Spaß und um die Gaudi. Und dann nachher auch so, so richtig geil schmeckt. Aber ich glaube, das wird richtig geil. So, Freunde, mittlerweile habe ich ihn noch ein bisschen tiefer gehängt. Ja, einfach, dass jetzt mal unser Essen fertig wird. Ja, gell? Ja, und wirklich low and slow heute. Aber Leute, ich glaube, das Ding wird richtig lecker. So Leute, jetzt schauen wir noch eine Runde zu, wie er sich dreht. Und dann wird man eigentlich schon runterholen. Und aufschneiden. Und herunternehmen, bitte. Herunternehmen. War wir werden ihn herunternehmen. Okay, mein Schatz, wir werden den Braten herunternehmen. Schön aufschneiden und dann mit dem Bacon-Rosenkohl und den Spätzle, ja genau, Schatzi hat noch Spätzle dazu gemacht, und der Soße schön verspeisen. So, genug gedreht, Cam aus, wir sehen uns wieder, wenn wir nachher gleich herunternehmen. So, jetzt noch die kleine Übersicht von dem Zubehör. Lecker Soße. Mit Sahne. Mit Sahne, gezogen aus dem Sud vom Sous-Vide-Garn, vom Schweinshäckchen. Mhm. Genau sowas.
Dann haben wir hier lecker Spätzle, eine ganze Pfanne selbst gemacht. Und hier drüben lecker Bacon, Blumenkohl, Rosenkohl. Mensch, immer sage ich es verkehrt rum. Aber hat mein Schatz heute auch schon. Gut, den holen, nehmen wir jetzt herunter. Ja, und dann geht's weiter. Ja, aber du darfst da drüben den Motor ausschalten. Und dann ziehen wir mal das ganze Ding hier auseinander. Wenn es denn auseinander geht. Hau ruck! So. Gehen wir mal den Löffel da, den großen. Nicht hinfallen. Ja, geh halt raus. Ups. Tatütata. Gut. Und oh, gleich wird aufgeschnitten. So, mein Schatz, walte deines Amtes. Gibst du mir da hinten noch eine Gabel? Ich hab gleich Gabel für dich. Kein Problem. Dankeschön. Jawohl, schaut euch das an. Schaut euch. Dreht einfach das Fleisch hier weg. Schaut euch das an. Sieht das nicht richtig geil aus? Lecker. Oh, da macht eine Licht mit seinem Handy. Oh, guckt euch mal die Füllung an. Lecker. Ja, dann werden wir mal Teller belegen und dann gibt's das Probierle. Fertig ist mein Tellerchen. So sieht das Ganze jetzt aus. Und ja, dann würde ich mal sagen, fangen wir mit dem Probiererle an. Und nachher hören wir dann in die Runde, was alle anderen dazu gemeint haben. Rosenkohl. Einfach nur lecker. Mit dem Bacon. Dann probieren wir mal den Braten selber mit der Füllung. Ohne Süßchen jetzt. Kommt gut. Kommt richtig geil. Schön Paprika und Baconlastig. Und natürlich zuletzt noch die Spätzle. Geil. Leute, wir lassen uns das jetzt schmecken und nachher frage ich einfach in die Runde rein, wie es allen geschmeckt hat. Ganz genau, so machen wir das jetzt. So Leute, ich bin fertig mit Essen. Ich bin mittlerweile sowas von voll gefressen. Erst die Pizzadinger da vom Heumann. Jetzt noch der lecker Braten mit den lecker Rosenkohl und Spätzle. Hammerhart. Also ich fand es komplett stimmig. Gut, muss ich ganz ehrlich sagen, dadurch, dass ich meinen Schatz aufgetragen habe, die soll den Sud von den Schweinshaxen nehmen, war der etwas salziger als gewünscht. Aber in dem Falle ist es ja ganz normal. Aber mit den Spätzchen zusammen so geil zum Essen. Und dem Rosenkohl lecker. Heumann, was sagst du dazu? Schön laut sprechen. Okay, dann spreche ich laut. Aber ich habe den Mund nur voll. Schluck runter. Schluck, du Luder! Ach, geil. Also mit Ketchup schmeckt es hammergeil. Ich könnte dir jetzt das Messer hinterher schießen. Das sage ich dir. Also das ist ja... Er mit seinem Ketchup. Also ich bin... Also ich muss sagen, ich find's voll geil. Okay. Ja. Hat mich... machen wir das auch gleich fertig. Hat mich gefreut, dass du da warst. Mich hat's auch gefreut. Bis zum nächsten Mal. Ja. Wird nicht lang dauern, denke ich. Der hat's ja nicht weit. Nö, ich kann schon mal beim Bier vorbeikommen. Doch, dann darfst du da drüben noch deinen Kommentar abgeben. Also ich muss sagen, die Spätzle, die handgemachte, die haben die Eier geküsst, die waren super lecker, der Rosenkohl war perfekt und der Braten war natürlich wie immer butterzart. Also die Füllung Paprika und Speck habe ich rausgeschmeckt,
hat einfach perfekt mit der Soße passt. Und ich fand sie nicht so salzig. Geschmäcker sind verschieden. Mein Schatz, was hast du selber da? Halt Abstand. Was hast du selber jetzt davon gefunden? War sehr lecker. Hat ja gepasst. An meine Spätzle kann ich nichts falsch machen. Das weiß ich, wie das geht. Dass die Soße etwas salzlastig war, konnte ich jetzt auch nichts dafür. Das richtig. War dein Problem. Ja. Rosenkohl mit Bacon, da kannst du auch nichts falsch machen. Aber du hast die Soße wirklich wieder so cremig lecker hingebracht. Brutal geil. Und das Fleisch, sehr zart, sehr fein, sehr lecker. Ja, dann ist somit alles gesagt. Ich glaube, da haben sich noch zwei zum Resteessen angemeldet. Ich glaube, da kriegen wir heute noch ein bisschen was weg. Und ja, Freunde, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaut's beim Heumann vorbei. Vielleicht auch noch ein Abo bei dem hinterlassen. Dann seht ihr auch, wie die drei Pizzateile gegangen sind. Genau, wie die gehen. Ja, ganz genau. Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Hasta la vista und tschüss.